Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute beginnen wir mal mit etwas hier oben, denn wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Schön und gut, dass wir jetzt hier diesen Balkon haben, ne? Aber das hier ist noch alles haltbar. Wie ist das denn mit Dach? Denn gut möglich, dass das hier vielleicht noch als überdacht gilt, weil das hier teilweise überdacht wird, aber hier ja nicht, ne? Wenn ich hier mal mich oben drauf stelle und nach oben gucke. Ja doch, ich glaube, das sollte gehen. Müssen wir den Sturm mal betrachten. Ich dachte eigentlich, ach stimmt, ich bin ja hier auch zwei rausgegangen. Doch, dann ist das glaube ich doch überdacht. Gut, da habe ich nichts gesagt. Aber es gibt noch ein bisschen anderen Stuff nachzuholen. Zapfi, na was los? Schon wieder eilig unterwegs? Sehr gut. Und zwar, womit fangen wir denn mal an? Wir gehen mal kurz nach unten, weil das geht schnell. Denn ich hatte letztes Mal etwas gesagt und das würde ich auch ganz gerne machen. Ja, hier Kristall. Machen wir mal zu Eis. Ups. Hä, wo habe ich denn Kernholz dabei? Keine Ahnung, ich packe das hier mal rein. Dann packe ich außerdem mal, damit wir mehr Platz haben, die Krone rein. Und noch so. Und dann würde ich sagen, wir nehmen mal hier 3, 4, 5. 6. Ah, warte mal, ich habe eine Idee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, 1, 2, 3, 4 nehmen wir raus und packen die hier rein. So. Und die restlichen nehmen wir alle raus. ich mache mal so und so und nehme das auch noch mit. Und da werden wir mit Sicherheit dann noch oben eine Kiste hinbauen müssen, weil ich glaube nicht, dass wir Kristall schon... Oder? Nee, ich glaube, das hatten wir noch nie aussortiert. Also nehme ich mir hier direkt mal... Ach ja, geht ja gar nicht. Shit. Oder habe ich hier schon irgendwo Kristall? Ich glaube aber nicht. Herzaugen? Nee. Ich schmeiß hier mal... So. Ja, muss ich kurz, ne? Dann hier hin. Wir nehmen uns eine Kohle raus. Holz nehmen wir ein bisschen mehr mit, weil... Ah nee, Leiter müssen wir, glaube ich, keine bauen. Dann zwei Eisen und 10 Edelholz. Und wo bauen wir die denn mal hin? Da hatten wir eher so von Monstern den Loot. Ja, theoretisch einfach hier hin, ne? Glibber, Sirtlingskerne, mache ich mal hier. Warum auch nicht? Also Möbel, das Ding. Und hier zwischengestopft. Dann ein Schild. Oh. So. Zack. Kopieren. Einfügen. Und das nennen wir Kristall. Nicht verzweifeln. Alles gut. So, alles aufgesammelt. Kein Platz im Inventar. Stimmt, weil wir Holz haben. Einen rein. Zack. Und dich auch nochmal. Und so. Hervorragend. Dann können wir das Holz hier wieder reintun. Können wir ein bisschen Edelholz hochholen, ne? Können wir aber immer noch machen. Hervorragend. Und dann gucke ich mal in die Kristallkiste und nehme die Sachen wieder raus. Dann haben wir das nämlich schon mal erledigt. Sehr gut. Und außerdem könnten wir den Kristalltext ändern. Das mache ich auch mal eben schnell. So, wir haben das Holz gesammelt. Sehr gut. Und wo haben wir denn hier Kristall? Das ist Kristall. Da mache ich einfach mal Leerzeichen hin. So. Ne? Huch, nein, das wollte ich nicht. Und den wieder so dran. Sehr gut. So, haben wir das auch. Das streiche ich schon mal kurz von der To-Do-Liste. Außerdem, Pilze. Da wollte ich ebenfalls umsortieren, denn wir haben das ja jetzt so gemacht. Aber ich bin ganz ehrlich, wir machen das... Den nehme ich mal kurz raus. Wir machen das folgendermaßen, dass wir in die unterste Reihe die Low-Pilze machen. Also die gelben hier. So. Ja, die gelben werden dann von da gefüllt. Und die machen wir so. Ne? Weil von den Low-Pilzen kriegen wir so wenig. Da ist das schon okay, glaube ich. Und theoretisch kann ich da dann auch nicht immer bei 6 rausnehmen, sondern immer bei 3, ne? 1, 2, 3 immer. Ja, ich lasse die hier mal drin. Noch.
Aber wenn wir zum Beispiel gelbe wieder haben, aber ich meine, wir kriegen die hier unten sowieso kaum, ne? Aber so finde ich es besser sortiert. So, das haben wir auch. Sehr gut. Dann habe ich letztes Mal etwas bemerkt und zwar geht das um unsere Uhr, die hier. Und diese Bäume da sind alle im Weg. Die da, die muss ich alle entfernen. Und das mache ich jetzt auch. Deswegen, warte mal, ich mach mal so und so. Keine Ahnung. Und dann machen wir diese ganze Baumgruppe hier mal weg. Wex. Kriegen wir auch wieder ein bisschen Kernholz. Wunderbar. So. Bitte nichts kaputt machen. Dankeschön. Ich mach dir mal einen nach dem anderen, ne? Ah, da liegt noch Stuff von dem Grauzwerg. Das hole ich auch gleich. So, hör damit. Und weg damit. Keine Ahnung, was da gerade für ein Geräusch war. Irgendwas ist da gerade kaputt gegangen. Oh, hier ist ein Wolf gestorben, oder? Ja. So, das hätten wir schon mal. Bauen wir mal. Oh! Hey, ganz ruhig, Mann. So. Dann ballern wir uns mal den hier rein. Ja. Sehr gut. Ja, der Wolf will mir helfen. Das ist natürlich cute. Aber keine Angst, ich schaff das schon. So. Sehr gut, dann gib mal her dein Stuff. Nicht, dass ich ihn bräuchte, aber... Vielleicht hat er sogar eine Trophäe? Nee. Und wie ist mit Gewicht? Ich glaube, die restlichen Bäume sollten wir auch mitkriegen. Dann mache ich mal die 6 und wir kümmern uns um die hier ebenfalls. Warte mal, ich kann den doch so reinfallen lassen, ne? Ich glaube, der erste Schlag ist wichtig. Ich glaube, der wird jetzt auch da fallen. Nee. Scheinbar hat das gar keine Ordnung. Ein Plan. Schon etwas länger her, dass ich Holz gehackt habe, muss ich zugeben. Und du stirbst. So. Hier kann ich 2 auf einmal treffen. Ja, überlege ich gerade, hätte ich den Ausdauertrank nehmen sollen, der uns eine höhere Regeneration gibt, ne? Nein, nicht die Bäume kaputt machen. Die wollte ich stehen lassen. So. Sehr gut, hör damit und hör damit. Dann das hier kaputt. Aber ich glaube nicht, dass ich das alles mitkriege, oder? Könnte knapp werden. Gut möglich, dass wir gleich schleppen. Also überladen uns dorthin schleppen müssen. Aber so sei es. Das müssen wir ja Gott sei Dank nur einmal machen. So. Ja, Gewicht. Hm, ich glaube, das wird knapp. Oh. Oh, come on. Scheiße. Ja, weil wenn ich hier jetzt nach unten buddel, um den wegzuhauen, dann ist da ja so ein hässliches Erdloch. Ich könnte versuchen, das mit der Spitzhacke zu machen. Warte mal, erstmal mache ich dich platt. Mit der Spitzhacke geht aber nicht, ne? Ah, doch, das geht. Ja gut, dann halt so. Alles klar. Und die beiden noch, ne? Ja. Kriege ich auch beide getroffen? Ja. Und zack. Ne, noch ein. Jetzt aber. Das ist kaputt. Und den hier noch. Und ich glaube, gewichtmäßig kriegen wir das genau noch mit. Das wäre natürlich super nett. Du stirbst. So. Hervorragend. Ausdauer kurz aufladen. Und weg damit. So. Und das hier auch. Bin ich auch sehr gespannt, wie das vielleicht von oben aussieht. Oh, wir sind überladen. Warte mal, dann schmeiße ich hier... Ah ne, wir sind nicht überladen. Wir sind... Wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Ich gehe mal kurz nach hier hinten. Und schmeiße einfach den Tanzapfel weg. So. Ach so, ich... muss 2 Sachen wegwerfen, dann schmeiße ich auch Stein weg. Aber es kann sein, dass es dann am Gewicht scheitert, ne? 50 können wir noch.
Das könnte ungefähr ein Baum sein. Keine Ahnung. We will see. Let's go. Nein, 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 nein. Nichts kaputt machen, bitte. Ja, ich glaube, der letzte wird genau unser Inventar füllen. Nein! ja, gut, komm, dann mache ich das anders. Ich laufe kurz hier hin und schmeiße hier einen Stack runter. So. Dann sammle ich hier das ebenfalls nochmal auf. Und wir haben auch noch einen Platz frei. Sehr gut. Dann gehe ich nach hier unten. Ausdauer. Na komm. Und aufgesammelt. Let's go. Schleppen wir das kurz ins Lager, aber kann ich nebenbei nochmal einen Schluck Tee schlürfen. Hab auch überlegt, übrigens den Zuchtturm neu zu bauen. Mit dem neuen Marmor. Und dann auch ein Stück weiter weg von dem, ne? Dass wir das irgendwo hier so weiter rüber bauen. Aber nicht jetzt. Irgendwann mal. Und hindurch. So. Und wir haben keine Ausdauer mehr. Ich schmeiß das mal so hin. Sammel's nochmal auf. Und lass mich hier runterfallen, denn hier haben wir es gleich. So. So. Dann Stein. Ach nee, Stein habe ich herausgeworfen. Harz. Augen. Gift. Knochen und Zähne. Fälle. Häute. Sehr gut. Gold. Trophäen. Ah, na klar. Das ist eine große Trophäe. Die bringe ich ja immer nach oben. Und Wolfsfleisch hier. Sehr gut. Haben wir das auch. Perfekt. Geht ja gut voran. Dann noch eine Sache zu... Da nehme ich mal kurz das Werkzeug mit. Zu unserer Weinrebe. Ach ja, und die Trolltrophäe schmeiße ich mal hier vor. Das müssen wir ja nicht jetzt machen. Habe ich das Werkzeug? Ja, auf der 7. Dann gehen wir noch mal kurz hoch. Ja, nee. Ich brauche nicht noch mehr Zeugs. Das sollte, glaube ich, passen. Obwohl doch Samen. Ich nehme mal die Samen mit. Fällt mir gerade ein. Sicher ist sicher. Haben wir noch 16 Stück. Das sollte aber auch reichen. Für unsere Zwecke. Denn ich wollte noch mal kurz gucken. So, wir hatten doch das hier gebaut. Und zwar ganz einfach. Ich hoffe, die sind noch nicht fertig gewachsen. Sind sie aber, ne? Warte mal. Wenn ich jetzt sage, ich reiße den hier ab, geht die dann kaputt? Bitte nicht. Weil die hat ja noch den. Oh, sehr gut. Weil dann nehme ich mal so die Reihe weg. Und mach mal... Wir hatten die so. Und wir drehen den mal um 180 Grad. So. Und so. Und so. Ne? Und das machen wir jetzt mit jedem zweiten. Sehr gut, dass die Weinrebe hält und sich nicht abreißt dadurch. Hervorragend. So, gib mir her den Stuff. Und dann baue ich das mal hier wieder dicht. Dann sieht es ein bisschen schöner aus, ne? Dachte ich mir. So, hier, hier und da. Sehr gut, das war's auch schon. Mehr wollte ich gar nicht machen. Das streiche ich mal durch. Und hier haben wir sogar wieder ein paar Trauben. Das hier kann auch mal höher wachsen, bitte. Das wäre sehr nett. Und am liebsten würde ich sogar das gleich auch nochmal von der anderen Seite machen. Ich glaube aber nicht, dass das geht, ne? Ich habe gerade eine Idee. Wir können auch hier hin pflanzen. Das probiere ich mal aus. Wenn ich sage, hier und hier. Oder sagt er dann, die ist zu dicht? Ich warte mal kurz, dass es ausrechnet. Weil dann kann hier auf der Seite so hoch wachsen und auf der Seite können die hier hoch wachsen. Die sind auf jeden Fall gesund. Da, die braucht mehr Platz. Shit. Dann mache ich mal 7, die ein Stück weiter so. Die ist gesund. Ich hoffe, die wächst da auch ran. Und die muss ich nochmal gleich gucken. Ich glaube, die war gerade zu dicht an dem. Kurz ausrechnen lassen.
Und mal gucken. Ja, ich glaube, das geht. Das beobachten wir mal. Und ja. Sehr gut. Honig. Entschuldigung. Hatte ich gerade überlegt, aber brauchen wir nicht. Wir haben so viel davon. Da würde nur wieder unser Lager überlaufen. Und wir haben schon so viel Honig auch in den Speicher gebracht, ne? Deswegen spare ich mir das mal. So, und etwas anderes, was noch anstand. Da muss ich mal kurz nach oben gehen. Halt, ich brauche dafür noch Holz und Stein. Aber nicht viel. Und wo ich außerdem auch gerade dabei bin, kann ich mal kurz Werkzeug reparieren und Samen und Beeren wieder reinpacken. So wie das Werkzeug. Zack. Hä? Oh. Ey, wieso habe ich das nicht repariert? Jetzt ist repariert. Okay. Hä, was habe ich denn gerade zweimal repariert, dass das Metall war? Ach, die beiden. Na klar. Gut. Und ansonsten würde ich mal kurz Holz und Stein holen. Das wäre dann auch unsere letzte kleine Aufgabe für heute. Danach geht's wieder in die Aschenlande. Aber erstmal kurz nach oben. Oh, es wird doch gerade dunkel, ne? Ja, jetzt ist da echt ein bisschen kahl, aber ich glaube, wenn jetzt die Sonne von hier scheint, sollte kein Schatten mehr geworfen werden. Ich glaube, das geht jetzt. Kein Plan. So, ich gehe mal nach oben und weil es gerade dunkel wird, gehe ich mal pennen. Ne? Weil wegen Helligkeit und so. Oh, schon schön jetzt hier. Oder? Voll gemütlich, sehr schön. Also, ich würde sagen, gute Nacht. So, guten Morgen. Und wir hatten doch hier nämlich eigentlich immer unsere, ne, die Felle für die Viechers. Und die würde ich jetzt ganz gerne hier hinpacken, sodass wir das hier dorthin packen. Und das machen wir jetzt. Einfach, weil es ansteht und ich das nicht ewig schieben will. So, wir haben hier einen Schlangeneintopf, weil der sah aus wie Hundefutter. Das nehme ich mal auf. Außerdem den hier weg. Und den. Deswegen habe ich auch Stein und Holz mitgenommen, weil wir müssen kurz ein Lagerfeuer errichten. Aber das kracht ja sofort ein, ne? Oh, oh. Shit. Da muss ich Eisen mitnehmen, oder? Weil ich kann ja dieses Ding hier nicht einfach hier hinstellen, oder? Ah, doch, kann ich. Gut. Hä, kann ich? Ich kann nicht mehr auf dem Schirm. Gut, ja dann. Habe ich nichts gesagt. Dann mache ich mal so Möbel. Eine Schale. Wo ist denn hier das Ding? Hä? Habe ich die nicht abgerissen? Nee. Das weg. Und das weg. Halt. Einen. Hätte ich die Lampe mitnehmen sollen. Soll ich eben die Lampe holen? Ich mache es erstmal so. Ich glaube, es wird gleich hell. Ich mache einen hier hin. Oder warte. Wenn wir das jetzt gerade so haben, dann können wir das doch sowieso viel besser machen. Und zwar mache ich sie diesmal nicht so längs, sondern so. So und den hier so rein. Zack. Dann davor jeweils einen Fressnapf. Einen hier und einen gedreht da. Da kann ich die schon mal anbringen. Vorsicht, dass ich da nicht aus Versehen sie esse. 7 und 7. Und dann das hier. 7. Nicht auf Kochstelle anwenden, weil kein Feuer da ist, ne? Da muss ich also schnell sein, wa? Warte mal, wie mache ich denn das am klügsten? Wenn ich jetzt hier schnell hinbaue und... Ist hier nicht möglich. Ach, shit. Ja gut, ich hole mal kurz meine Lampe und ich hole mal Eisen. Weil auf Eisen können wir Lagerfeuer errichten. Ja, daran habe ich gar nicht gedacht. Das ist natürlich doof. Die Lampe hatte ich hier hingetan, ne? Die setze ich mal kurz auf. Außerdem kann ich mal... Obwohl, die brauchen wir gleich. Brauche ich gar nicht rauspacken. Ach ja, hier haben wir noch Erz. Das fülle ich mal neu auf. Haben wir schon ordentlich Watt. Und hier nochmal 20. Dann so. Rein damit. Und hier ebenfalls.
Und hier. So. Zack. Und zack. Rein damit. Und wir nehmen... Ja, ich nehme mal zwei mit. Keine Ahnung. Werden wir ja sowieso gleich wieder runterbringen. Aber so sei es. Ja, das wäre auch irgendwie geil, wenn es irgendwie so einen Weg gäbe, dass ich nicht immer diese Treppe nach oben nehmen muss. Nach unten kann ich immer eine Abkürzung nehmen. Aber keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich wünsche so, man könnte fliegen in dem Game. Oh, wäre das der Hammer. So, wie dem auch sei, Eisen. Das ist ja bei schwerer Bau, oder? Nee, das ist hier. Gut. Dann machen wir mal... Keine Ahnung, so. So. Und da sollte ich ja dann... Ich hoffe, ich kann das jetzt dazwischen bauen. Wenn ich den und den nochmal kurz wegreiß, kann ich den dann da drauf bauen. Nein! Verdammt! Ja, so geht's. Na gut. Dann mache ich mal den nochmal weg. Hatte ich doch recht mit dem Feuer, ne? Na gut. Meine ich doch, da war irgendwas. Ich mach mal den nochmal weg. Bauen. Und mach den mal so. Feuer. So, schön weit nach hinten. Dann machen wir Herstellung. Das. Da in die Ecke. Und den so. Aber der ist ja wahrscheinlich, zählt dann nicht mehr als überm Feuer, ne? Wenn ich jetzt 7 mache, sollte es ja gehen. Und dann schnell den abreißen, bevor das noch durchgegart wird. Dann den nochmal verschieben hier hin. So. Und das gleiche nochmal. Herstellung. Der. Und dann so rein. So. Und da mache ich die dieses Fleisch hier ran. So. Und Feuer weg. Sehr gut. So. Hätten wir das schon mal. Und jetzt kann ich davor einen so und einen irgendwie gedreht so und nochmal 7 und 7. So. Sehr gut. Ja, und das richtig Nervige kommt jetzt. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wem was gehörte. Ich glaube, Flauschi mochte das Hirschfleisch, ne? War das nicht so? Ich habe keine Kohle mitgenommen. Ja, dann muss ich hier abreißen. So, Flauschi war, glaube ich, das zarte Fleisch. Deswegen kriegt er den hier. So. Und, ach shit, den Text hätte ich kopieren können, ich Narr. Gut, egal, ich nehme einfach den hier, füge es ein. Flauschi, hä, da musst du doch nicht verzweifeln. Das ist doch unser Flauschi. Halt, da mache ich, ach, kopiert habe ich ja. Sehr gut. Hätte ich gleich mit rübernehmen können, ne? Fällt mir gerade auf, egal. Oh, und ich glaube, das muss noch ein bisschen weiter runter. Sonst wird es da ein bisschen knapp. Mal gucken. So, das hätten wir schon mal. Und jetzt kommen die hier. Oh Mann. Ich mache das, glaube ich, mal so, weil das einfacher ist. So. Nee, warte. Ich will auf gar keinen Fall das Holz hier unten abreißen, natürlich. 2, 3 und dann der. Also 3 oben drauf. Das mache ich erstmal. So. Ja, das kann ich vielleicht ein bisschen weiter unten machen, ne? So. Zapfi. Bekommt erstmal diese Schale so. Dann da drauf, das weiß ich noch, habe ich erstmal 1, 2, 3 drauf gemacht.
Und dann die Bären zufällig verteilt. So, gedreht. So. Dann noch in der Mitte einen drauf. So. Und der unterste muss dieser Eintopf sein. Dann mache ich das mal. Also so. 7. Die ragen über. Das will ich nicht. Das heißt, die muss ich nochmal machen. Ich erinnere mich. Es darf nicht zu weit nach außen ragen. Beziehungsweise die, die nach außen ragen, dürfen nicht mit der Spitze nach außen ragen. Also der hier zum Beispiel, den müsste ich so drehen, damit der runder sich anpasst. Und so. Ich glaube, das geht. Dann so ein, hier ein und in der Mitte noch obendrauf ein. Das sind nicht genug, ne? Ich habe immer noch welche über. Das heißt, ich müsste die hier irgendwo einbauen. Dann baue ich einfach mal so. Halt! Das war schon der richtige Platz, aber bitte gedreht, damit die nicht alle gleich aussehen. So, und das probieren wir nochmal. Wir gucken auf den untersten dahin und machen 7. Das sieht schon besser aus. Und wenn ich da oben jetzt... Nein! Ich habe doch Objektständer ausgewählt. Ach, den habe ich ausgewählt. Shit. Ja, da muss ich gleich nochmal eine holen. Da, schon wieder. Den mache ich vielleicht als letztes, ne? Fällt mir gerade ein. Ja, den muss ich als letztes machen. So. Hier eine drauf. Dann nochmal hier hinten eine drauf. Und da nochmal. So vielleicht. Und dann auf den untersten. So, da. 7. Naja. Ist okay. Ich finde es ein bisschen schade, dass man die nicht so hinlegen kann. Aber gut, das hier sah richtig geil aus, finde ich. Das ist sehr gut gelungen. Aber, einen Moment. 2, 3. 3 sind es nur. Mhm. 1 und 2 nach oben. Gut. Und das hier abbrechen. Kopieren. Dann weg damit. Und das kommt hier neben. So, einfügen. Ist ein bisschen eng vielleicht, aber ist besser, ne? Weil die Hühner kommen hier ja locker drunter. Und dann machen wir mal so. 1. Dann da drauf. So drehen, damit man den besser erreichen kann. 1 und 2 waren es nur, glaube ich. Und dann mache ich ein. Dann hier 2 und... Verdammt. So, na komm. So. Ich hoffe, das klappt so. Mal gucken. Wir nehmen den hintersten und machen 7. 7 und 7. Und nehmen den Eintopf auf den untersten, wenn ich den erreichen kann. Müsste der da sein? Nee. Ah! Jetzt habe ich es zu weit nach vorne gemacht, glaube ich. Warte mal, wenn ich mich hinsetze. Dann gehe ich doch weiter nach unten. Und wenn ich dann... Das ist Blaubeeren. Scheiße. Hier vielleicht. Ich setze mich mal hier hin. Ich muss ja nur den untersten erreichen. Das ist das Einzige, was noch fehlt. Ne, hier geht's auch nicht. Mal von hier gucken. Ja, das ist er. So. 7. Ja, jetzt guckt da eine Beere drüber, ne? Das ist doof. Das möchte ich nicht.
Und außerdem sieht man so den Eintopf. Das möchte ich auch nicht. Das machen wir nochmal. Obwohl, die Beeren sind eigentlich gut. Ich nehme nochmal den Rüben-Eintopf weg und mache nochmal einen, so wie der hier ist, ist ja gar nicht schlecht. Und dann so einen oben drüber. Sagen wir so. Und nochmal einen von der Seite. Oh, ist das hier beschissen zu bauen. Aber da müssen wir kurz durch. Na komm. So vielleicht, keine Ahnung. Ich probiere es einfach mal. Nimm mir deinen Kopf weg, bitte. Da. 7. Und da. 7. Und kann ich den jetzt vielleicht auch einfacher erreichen? Das wäre sehr nett. Ja. Sehr gut. Dann gehe ich ein Stück nach hier. Targete den an. Na komm. Der ist es, ne? Ja, das geht so. Hinten guckt vielleicht auch eine Beere raus, aber ich würde sagen, das passt so. Und hier mache ich einfügen. Huch, oh, Schild ist falsch rum. So rum, natürlich. So. Perfekt. Hätten wir das. Oh, da fehlt nämlich nur noch eine Sache, und zwar das hier. 4 waren's, so. Dann ein so. Ja, ich mach mal. Ja, schon, dass man da nicht so auf deren, wenn man hier vorbeigeht, nicht so drauf latscht, ne? Ich kann das ja so ruhig so ein bisschen reinmachen. So. Hier. Hier. Und dann nochmal einen so quer. Ja. Ein bisschen groß, oder? Bisschen kleiner vielleicht. So, ja, nicht oben drauf, sondern so. Und dann natürlich darauf achten, dass es hier nicht rausragt. Ragt es aber nicht. Sehr gut. So, dann haben wir das auch. Dann haben die jetzt da ihren Schlafplatz. Und wenn sie futtern wollen, dann können sie hier hingehen. Sehr gut. So, können wir mittlerweile wieder pennen gehen? Wahrscheinlich, ne? Ja, die Sonne geht allmählich wieder unter. Dann gehe ich, würde ich sagen, wir gehen pennen. Bereiten uns vor. Und gehen dann wieder in die Ashlands, wa? Das heißt, das hier kann ich gleich nach unten bringen. Das auch. Die hier sowieso. Da, das Holz kann ich mal hier reinmachen. Gut. Und dann würde ich sagen, gute Nacht.